war ich am Anfang nur ein Ausschlag. Seine Frau dachte, er hat Sonnenbrand. Dann kamen die Wirbelbrüche, dann die Allergien. Einfach so. Aber sein Arzt kannte mich nicht. Er dachte, Rainer ist ein Simulant. Zwischendrin ging es ihm ja auch immer wieder gut. Also am Anfang zumindest. Ja, ich habe mich gut versteckt. Er hat 8 Jahre gebraucht, bis er mich durchschaut hat. Katja hat mich auch nicht gesehen. Dabei ist sie selbst Ärztin. Bei ihr war ich am Anfang eine Magenverstimmung. Und dann kamen die Muskelschmerzen. Und richtig kauen geht auch oft nicht mehr. Ich schicke ihr immer wieder Schmerzen und lasse sie wandern. Überall in ihrem Körper. Bei Lea habe ich ein paar Freunde aussortiert. Die konnten nicht mit mir umgehen. Lea ist Stammgast in der Notaufnahme. Sie kennt mich, nennt mich ihre Freundin. Aber das sagt sie nur, weil sie mich eh nicht los wird. Bei ihr denke ich mir immer wieder was Neues aus. Vielleicht verträgt sie morgen ihr Lieblingsessen nicht mehr. Ich habe einige Menschen. Manche wissen nichts von mir. Manche haben mich erkannt. Ich bin meinen Menschen immer ganz nah. Und wenn sie Pech haben, dann bin ich tödlich. Ich bin Mastozytose. Kennen Sie mich?